Fühlst du das auch, dass etwas mit den Energien geschieht? Dass die Energien sich anders anfühlen als wie vor einem Monat ungefähr? Es ist etwas Großes im Gange. Es ist so eine Verschiebung, eine Quantenverschiebung, die gerade jetzt geschieht. Und was das alles zu bedeuten hat und was die Arcturianer damit zu tun haben, das erfährst du jetzt gleich in meinem Video. Wir befinden uns in einem großen Prozess. Das haben schon alle mitgekriegt. Dieser große Prozess betrifft nicht nur das Leben hier auf der Erde, sondern es betrifft auch das Universum, unser Umfeld als Erde und letztendlich, wie es weitergeht. So wie wir uns hier auf der Erde verändern, verändert sich auch die Energie der Erde. Die Erde ist ja auch ein Wesen, ein lebendiges Wesen und hat Gefühle und Empfindungen. Und wir sind alle sehr stark verbunden mit dem Mond, mit der Sonne. Und über die Sonneneruptionen kommen verschiedene Protonen auf die Erde. Und das bewirkt etwas. Die gehen direkt zu den Polen und dort geschieht eine Energieverschiebung und die ist sehr heftig oder die kann sehr heftig sein. Und da kommen die Arcturianer ins Spiel. Ich erkläre euch gleich, was die da für uns gemacht haben. Wir befinden uns in einer individuellen inneren Transformation, die wir innerlich, geistig oder sogar körperlich erleben können. Unser Gehirn und unser gesamtes Energiesystem durchlaufen einen Reinigungsprozess, aus dem eine neue Form des Bewusstseins hervorgeht. Dies ermöglicht uns, eine neue Wahrnehmung der Realität anzunehmen. Und das alles geschieht direkt jetzt. Und diese neue Form des Bewusstseins, die betrifft auch unsere DNA, die betrifft unser gesellschaftliches Leben und das Leben auf der Erde im Allgemeinen. Bei dem Quantenübergang ist eine Evolution unserer Seele nötig oder geht mit ihm einher. Und das wird von den kosmischen Kräften eingeleitet und von den Arcturianern unterstützt. Für diese andere Energieschwingung, so wie wir sie fühlen, gibt es einen Zusammenhang mit den Sonneneruptionen. Bei einer Eruption werden verschiedene Sonnenprotonen freigesetzt, die eine sehr hohe Geschwindigkeit haben, ähnlich oder höher der Lichtgeschwindigkeit. Und das energetische Schutzschild der Erde, was ein bisschen an seiner Stärke verloren hat, das muss man sagen, aber das Schutzschild leitet diese Sonnenprotonen zu den Polen. Und dort werden sie von der Erde aufgenommen. All das, was hier geschieht mit den Energien, wird noch zusätzlich von den astrologischen Planetenkonstellationen beeinflusst und unterstützt, gerade jetzt im März. Es gibt einen Wissenschaftler, der heißt Frank Hugerbiets, ein holländischer Forscher und Erdbebenforscher, der auch schon darüber berichtet haben soll. Durch ihn sind Forschungen bekannt über die Erdbeben in der Türkei und Syrien. Und man konnte auch im ersten Quartal dieses Jahres große seismische Aktivitäten von über 8,5 Magnitude messen. Das heißt, diese Messungen betrafen folgende Länder, also Russland, Kyrillisland, Japan, Indonesien, Pakistan, Griechenland, Portugal und Teile von Nordamerika. Und um nun diese starken Schwingungen, die ja Unglücke hervorrufen auf der Erde, die ja für uns und für die Erde auch sehr unangenehm sind, kommen jetzt die Arcturianer ins Spiel. Sie haben sich mit ihren Lichtschiffen in einem Kreis über den Nordpol versammelt
Und dort haben sie starke Energieströme auf die Erde geschickt. Und diese Energien flossen dann im Uhrzeigersinn weiter zum Südpol. Diese Wellen konnten manche von uns spüren, von uns Lichtarbeitern. Wir haben das gespürt als andere Energie. Das ist eine Erklärung. Dann kommt noch dazu, diese Wellen konnten manche von uns sogar als hellrote oder pinkfarbige Strahlen erkennen und manche sogar als Blitze. Und aus diesen Energiewellen haben die Arcturianer einen Kokon gebildet, also das ist so ein ähnliches, so rund, bloß viel größer. Und mit diesen Kokons haben sie die Erdoberfläche gereinigt von diesen vielen negativen Energien. Und dies wiederum haben auch viele Menschen gespürt und haben begonnen zu meditieren und zu beten. Und das war gerade in der Zeit, als viele von uns wegen den Erdbeben meditiert haben und gebetet haben, dass die doch einfach, ja, dass die Menschen Hilfe bekommen und dass es doch nicht so schlimm werden würde alles. Und diese beiden Energien haben sich vermischt, also die von den Arcturianern und die Gebete und die Meditationsenergien von uns Menschen haben sich vermischt zu einer wundervollen neuen Energie. Und diese Energieströme haben dazu geführt, dass die Quantenwellen das auch aufgenommen haben und ein großes Feld, ein neues Netz sich gebildet hat, was sich jetzt über die Erde gelegt hat. Und aus diesen ganzen Gebeten von den Menschen entstand eine weiße Lichtquelle, weiße Lichtstrahlen. Und diese Lichtstrahlen haben sich mit den Quantenwellen vermischt und mit den Energien der Arcturianer. Daraus ist etwas Wundervolles entstanden, nämlich so etwas wie ein neues Gitternetz, was sich um die Erde gelegt hat und uns jetzt zusätzlich schützen wird. Dieses neue Gitternetz wird auch immer wieder die dunklen Energien von der Erde aufsaugen. Und all das vermischt sich mit den Quantenwellen und die Energien begannen förmlich zu kochen, könnte man sagen, wirklich zu kochen. Und dadurch konnten sich die gefährlichen Strahlen vom Südpol lösen, welche von den Arcturianern anschließend entsorgt wurden. Und dieser großartige Einsatz der Arcturianer, der hat so vielen Menschen das Leben gerettet und so viele Erdbeben konnten deswegen gar nicht stattfinden. Jetzt ist es so, dass im März und auch später neue Erdbeben entstehen können. Also es ist noch nicht vorbei, aber die Arcturianer sind sehr aktiv und wenn wir weiter beten, werden sich diese Energien wieder verbinden und stärken und so das Ganze insgesamt unterstützen, dass es also weniger schlimm für uns wird. Die Arcturianer sind ständig dabei, die Erde zu beobachten. Und sie holen auch Energien von anderen Planeten, von anderen Systemen und bilden daraus diese besonderen Energiestrahlen, die sie also über ihre Lichtschiffe auf den Nordpol fließen lassen. Was die Arcturianer auch noch tun, das ist, wenn wir Vollmond haben, dass sie die Vollmondenergie nehmen und die Sonnenenergie und wenn wir Neumond haben, die Neumondenergie nehmen und die Sonnenenergie und dass sie das zusammen mit ihren anderen Energien aus dem Universum mischen und daraus ergibt sich eine ganz neue Quantenschwingung, die uns also einfach hilft, dass diese Erdbeben nicht so schlimm werden. Es wird vieles dadurch abgemindert werden und wenn wir dazu beten, immer noch beten und viel meditieren, geben wir das weiße Licht von uns dazu. Und dieser Cocktail, das ist ein ganz bestimmter Energiecocktail, der hier entsteht, der speist dieses neue Erdgitternetz, was uns also zusätzlich schützen wird. Und aus all diesem entsteht etwas Wunderschönes Neues, denn dieses Gitternetz wird uns Kraft geben,
uns auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Wir werden also diese Energie jetzt vermehrt in unserem Herzen spüren und in unserer Seele. Und wir werden wissen, dass wir gestärkt sind, dass wir dadurch ein neues Zusammenleben spüren, dass wir dadurch eine ganz andere Umgangsform mit uns haben werden. Und das alles geschieht jetzt im Laufe des März. Diese wundervolle Quantenverschiebung und dann auch noch die Energie von Erzengel Gabriel, diese weise Energie, die da noch dazukommt, all das gibt einen kolossalen, wunderschönen Energiemix, der zu unserem allerhöchsten Wohle wirkt. Und das ermöglicht uns, den ersten Schritt zu tun in einen Neubeginn. Ihr wisst, dass Erzengel Gabriel da ist für den Neubeginn. Und ihr wisst vielleicht jetzt auch aus meinen Erzählungen und Botschaften, dass die Erzengel und die Außerirdischen zusammenarbeiten. Das sieht man jetzt hier an diesem Beispiel. Die Arcturianer holen verschiedene Energien zusammen, erstellen eine neue Energie, schützen die Erde, transformieren das Negative und Erzengel Gabriel öffnet seine weise Energie. Und all das zusammen hilft uns Menschen, den Neubeginn zu starten, hilft uns, den Mut zu haben, das zu tun, was für uns wichtig ist. Die Kanalmitglieder wissen ganz genau, was ich meine, denn dort hatten wir schon mit Erzengel Gabriel ein Webinar. Und auf Telegram erzähle ich natürlich auch immer noch mal zu jedem Video etwas, weil ja nach den Videos auch immer noch mal Botschaften kommen und wichtige Dinge, die ihr da dann auch wissen sollt. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf dieses Webinar mit Erzengel Gabriel und meldet euch dazu an, um bereit zu sein für diesen Neubeginn, um alle Werkzeuge in der Hand zu haben und auch das Wissen, wie man damit umgeht und auch das Wissen, wie man anderen Menschen damit helfen kann. Ihr seht, was für ein wunderschönes Zusammenspiel wir haben zwischen den Außerirdischen, den lichten Engeln und den Menschen letztendlich, denn wir beten und meditieren. Also das ist alles. Im Großen und Ganzen, in der Einheit geschieht das und im Licht und in der Liebe. Und jetzt hören wir uns eine wunderschöne Botschaft an und ich wünsche euch ganz viel Freude und Liebe dabei. Ich bin Erzengel Gabriel und ich bin bereit, eine Botschaft der Liebe heute zu überbringen. Wie ihr seht, haben sich die Engel und die Sternenwesen zusammengeschlossen, um für euch das höchste Wohl und die höchste Liebe und den höchsten Schutz zu bringen. Und so gibt es verschiedene Energiequellen im Universum. Die eine Energiequelle ist das Universum selbst mit der bedingungslosen, unendlichen, vollkommenen Liebe. Daraus resultieren die Planetenenergien, welche die Arcturianer verwenden und dann gibt es die verschiedenen Engelebenen, welche das hohe Licht und die Liebe Gottes tragen. All dies zusammen mit euren Gebeten und Meditationen ergibt die Grundlage für die neue Zeit. Und wir haben gesehen, dass sehr viele Menschen sich dem Licht zuwenden und dass viele Menschen jetzt den Mut fassen, zu sich selbst zu stehen und mit dem Licht zusammenzuwirken. Und so ist es mir eine sehr große Freude,
für euch da sein zu dürfen. Und ich wünsche mir, dass ihr weiterhin betet und meditiert, denn mit diesen Energien stärkt ihr das Wohl von Mutter Erde und stärkt ihr das Wohl von jedem einzelnen Menschen. Ihr seid eine große Menschenfamilie und ihr seid alle aus Licht und Liebe erschaffen. Dies ist die absolute Wahrheit und dies solltet ihr in eurem Herzen immer behalten. Und so fließt mit jedem Wort, welches ich zu euch spreche und zu jedem Einzelnen von euch, bedingungslose Liebe in eure Herzen. Und diese bedingungslose Liebe bringt eure und deine Seele zum Strahlen. Es sind die Strahlen des Schutzes und des Wissens, dass ihr niemals alleine seid. Es sind die Strahlen, die euch sagen, wir sind eine große Familie des Lichtes und der Glaube an unsere Seele, das Vertrauen in unseren Weg, das ist der Schlüssel, das sind die Schlüssel, die uns weiterbringen. Und wenn du in diesem Moment spürst, wie vielleicht dein Kronenchakra oder dein drittes Auge zu kribbeln beginnen, dann weißt du, dass diese Energien in dir ruhen und du ein Teil davon bist. Und so begrüße ich jeden einzelnen von euch in dieser wundervollen Gemeinschaft, welche die Erde in die höhere Dimension tragen wird, welche die Bewusstseinsfelder in euren Seelen stärken wird. Und so sende ich dir den weißen Strahl der Liebe, um dir zu sagen, ich liebe dich. Um dir zu sagen, dass du so wie du bist, gut und richtig bist. Und so fließt diese Energie jetzt in deinem Herzen und sie wird dich begleiten, solange du dich dafür öffnest und ein Teil von dieser lichtvollen Gemeinschaft sein möchtest. Und so verabschiede ich mich von dir, voller Liebe und voller Licht. Und ich weiß, dass die Worte meiner Botschaft dich in deinem Herzen erreicht haben. Und so sei der Segen Gottes mit dir, dein Erzengel Gabriel. Ich bedanke mich bei dir, Erzengel Gabriel, für diese wundervolle Botschaft. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr heute hier wart und wenn ihr weiterhin so schöne Botschaften erhalten möchtet, dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren, das Video liken und teilen. Eine Herzensumarmung. Wir sehen uns zum nächsten Video.